Hallo zusammen. Filme über Viren, die die Menschen in Zombies verwandeln, sind heutzutage sehr beliebt und erscheinen fast täglich. Ich würde sogar sagen, dass eine von drei Personen Resident Evil oder The Walking Dead gesehen hat. Irgendwie wissen wir alle, was Zombies sind und was sie essen. Wenige wissen aber, was zu tun ist, wenn sich ein paar der Schönheiten dazu entscheiden, uns wirklich einen Besuch abzustatten. Jetzt aber keine Angst, schaut einfach weiter zu. Wir kennen einen sicheren Weg, wie ihr so ein Szenario überleben könnt. Denn aufgepasst, das Wichtigste ist, ein gutes Transportmittel zu finden. Heute zeigen wir euch also eine Auswahl der besten Fahrzeuge, um die Zombie-Apokalypse zu überleben. Lasst uns loslegen. Der zombiesichere Maybach Excelero ist ein Klassiker in diesem Genre. Er ist die beste Wahl für diejenigen, die selbst in der Apokalypse absoluten Luxus bevorzugen. Das Konzept wurde von dem jordanischen Designer Khaled Al-Kayed als verbesserte Version des Maybach Excelero, ursprüngliche Veröffentlichung von 2004 als Einzelstück entwickelt, und verwandelte sich in ein bewaffnetes Fahrzeug, um Zombies zu bekämpfen. Das Mad Max würdige Maybach Excelero Konzept hat eine Reihe von Verbesserungen, die den 700 PS von einem V12 angetriebenen Luxuscoupé in eine kampfbereite, mit Waffen gespickte, gepanzerte Todesmaschine verwandeln. Der modifizierte Maybach hat einen Dreifachkettenantrieb statt Rückrädern und sieht damit wie ein Offroader aus. Das kugelsichere Glas wird euch selbst vor den größten, blutrünstigsten Zombie schützen. Nebenbei könnt ihr sie mit einer der beiden auf Roboterarm angebrachten Maschinengewehren, dem Raketenwerfer oder dem Kanonenturm auf dem Dach außer Gefecht setzen. Eine Mehrzweckstoßstange, dicke Panzerung und ein schützender Bullenschieber helfen euch außerdem, euch euren Weg durch riesige Zombie-Massen zu bahnen. Ist draußen Apokalypse angesagt und ihr reist in Gesellschaft, dann ist der riesige Conquest Knight 15 genau das Richtige. Mit seinen 6 Meter Länge und fast 2 Metern Breite und Höhe ist das bewaffnete Offroad-Fahrzeug das größte der Welt. Und wenn ich bewaffnet sage, dann meine ich das auch. Es ist vollkommen gepanzert. Scharniere, Fenster und Türen sind vor allen möglichen Angriffen geschützt. Der riesige Conquest wird euch außerdem mit seiner Manövrierfähigkeit überraschen. Das Fahrzeug mag vielleicht schwer sein, kann sich aber gleichzeitig sehr gleichmäßig bewegen. Fahrt ihr es, dann wird es nicht einmal auffallen, dass der Gigant fast 6 Tonnen wiegt. Es hat außerdem eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Das ist sicherlich praktisch, wenn man einer Gruppe hungriger Zombies entkommen will. Das einzige Problem ist, dass der Benzinverbrauch wirklich unglaublich hoch ist. Fehlt euch in der Apokalypse aber Benzin, dann könnt ihr stattdessen immer noch eine 80%ige Ethanol-Lösung nutzen. Manövrierfähigkeit ist eines der wichtigsten Merkmale eines Zombie-Autos und Combat Guard führt diese Kategorie ohne Zweifel an. Das israelische Allradfahrzeug mit 1,3 Meter Rädern im Durchmesser kann 1 Meter große Löcher überqueren und durch Flüsse, die bis zu 1,5 Meter tief sind, fahren. Die Fahrzeugpanzerung kann schmächtigen Armen und kleinen Waffen problemlos standhalten und ist sogar gegen Landminenexplosionen geschützt. Eine der coolsten Funktionen des Autos ist das Mörsersystem mit Maschinengewehr. Euch steht außerdem hochentwickeltes Radarequipment und ein Überwachungs- und Kommunikationssystem zur Verfügung. Das hochentwickelte Radar- und Überwachungszubehör und das Kommunikationssystem erlauben euch, das Fahrzeug als mobile Kommandozentrale zu nutzen. Wir alle sind unterschiedlich und vielleicht mögen manche von euch keine Fahrzeuge mit 4 Rädern. Ist das der Fall, dann ist das hier bestimmt was für euch. Wir präsentieren euch das Motoped Survival Bike. Dieses kraftstoffsparende und überraschend leise Fahrzeug ist ein Hybrid aus einem Mountainbike und einem Motorrad und das Zubehör wird eure wildesten Träume übertreffen. Der 4-Takt-Niedrigverbrauchmotor wird in einer postapokalyptischen Welt ohne funktionierende Tankstellen sehr nützlich sein. Kommt hart auf hart, dann fangt ihr einfach an, eure Pedale zu treten. Und das war noch nicht alles. Das Survival Bike ist auch mit einer Laterne, einer Säge, einer Harpune, einer Mehrzweckschaufel und einem eingebauten Lichtsystem ausgestattet. Es hat außerdem Karabiner, ein Kletterseil und 2 Multifunktionswerkzeuge. Dazu befindet sich am Lenker eine ergonomische Smartphone-Halterung. Dank dem ausgeklügelten Anbringungssystem ist das Zubehör gut an den Seiten des Fahrzeugs verstaut und wird euch nicht langsamer machen. Jetzt, wo wir die Erfindung aus dem Westen gesehen haben, sollten wir euch auch zeigen, was Russland zu bieten hat. Das ist das gepanzerte Taifun-Fahrzeug, das bis zu 16 Menschen transportieren kann. Seine Spezialität liegt in der überlegenen Panzerung. Seine Panzerung kann einen schweren Maschinengewehr standhalten und das Pumpensystem ermöglicht dem Fahrzeug, sich selbst dann noch zu bewegen, wenn jedes Rad schon bis zu 14 Löcher hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Blutrünstige Zombies laufen draußen mit Maschinengewehren durch die Gegend und ihr seid in eurem Taifun und kümmert euch gar nicht darum. Nebenbei ist das Fahrzeug auch mit Überwachungskameras mit 360 Grad Rundumsicht ausgestattet, sodass ihr den Horizont absuchen könnt, ohne das Auto verlassen zu müssen und selbst wenn ihr durch die Windschutzscheibe nichts mehr sehen könnt. Mit einem Gewicht von 21 Tonnen kann das Fahrzeug auf bis zu 80 km/h beschleunigen, sodass euch so schnell kein Zombie je erwischen wird.
Vielen Dank fürs Zusehen. Bitte unterstützt uns, indem ihr auf Gefällt mir klickt und das Video in den sozialen Netzwerken teilt, um noch mehr interessante Beiträge von uns zu sehen.